die Feuerwehr Falkensees um 22.20 Uhr zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Dalgo alarmiert worden auf das Stichwort Gebäude groß, Brand. Mit dem Hinweis Keller. Wir haben vor Ort einen Brand in einem Kellergeschoss eines Einfamilienhauses festgestellt. Im Keller brannten Elektrogerät und Einrichtungsgegenstände. Der Brand hatte eine sehr starke Hitzeintensität. Aus dem Lichtschacht kamen so starke Rauchgase raus, dass auch draußen Regengrinnen verschmolzen waren und die Fassade teilweise angegriffen ist. Also wir können vom Glück reden, die Bewohner hier vor Ort hatten Rauchwarnmelder, sodass sie rechtzeitig gewarnt worden ist. Die Bewohner haben noch selbstständig versucht, das zu löschen, haben dann schnell die Feuerwehr gerufen und durch diese schnelle Reaktionskette konnte auch schnellstmöglich eingegriffen werden, um noch Schlimmeres zu verhindern. Also die Verwendung von Rauchmeldern sind lebensnotwendig. Rauchwarnmelder retten Leben. Und wir können immer nur darauf hinweisen, dass die Leute gerade nachts ohne einen Rauchwarnmelder im Schlaf nicht geweckt werden würden und wahrscheinlich dann ersticken und im Anschluss verbrennen könnten. Wie haben Sie denn den Brand bemerkt? In erster Linie durch das Auslösen der Brandmelder, der Rauchmelder. Und das war schon Gold wert in dieser Situation. Haben Sie sich bewusst dazu entschlossen, Rauchmelder dort zu verwenden? Die haben wir schon sehr, sehr lange dort drin. Uns war schon das Problem bewusst. Und in Berlin und in anderen Ländern ist es mittlerweile ja auch Vorschrift und das ist auch gut so. Ja. Wie geht's Ihnen jetzt als Betroffener? Ja, kann ich gar nicht beschreiben. Ja, wir sind fassungslos und wissen natürlich auch nicht, was auf uns zukommt. Sowas erlebt man ja hoffentlich auch nur einmal im Leben und von daher fehlen da jede Erfahrung. Ihnen persönlich ist aber nichts passiert oder Ihrer Frau? Nein, Gott sei Dank nicht.